Ich baue schon mal Teile der Bahnstrecke wieder auf, die ich abgerissen habe. Zumindest mit den letzten Gleisen, die ich noch im Inventar hatte. Oh, jetzt kriege ich einen Schluck auf. Gut. Es geht voran. Ich finde es sehr verwirrend, dass sich auch unsere Basis komplett verändert hat. Damit komme ich auch irgendwie nicht so ganz klar, muss ich eingestehen. Es sieht komplett anders aus. Ja, weil du das nicht gebaut hast, ne? Ja, Dadurch kommst du, du da ist kommst man. hier nach einer Zeit wieder hin und es sieht völlig anders aus, als du weggegangen bist. Ja, Und aber das ist, das ist ja genauso, als ich an der Front war. Ne? Ist so, oh, ist das meine Basis? Da bist du tot, spawnst da wieder. Wo bin ich denn hier? ja, genau. Es Und dann ist, erkennt und man findet man auch nichts wieder. Okay, jetzt kann man das natürlich alles anfordern. Ja. Also du bist eher so gegen Veränderung, ja? Ich finde mich gerne zurecht. Ja, das halte ich für ein Gerücht, dass du dich zurechtfindest. Ich finde mich gerne zurecht, das ist. Wie im Hotel, habe ich gehört. Ja, genau. Hallo, ich bin durch Spanien gepilgert. Das wird er auch nie müde zu erzählen, dass er einmal anscheinend nicht die Orientierung verloren hat. 600 Kilometer, nicht die. Genauso wenig wie ihr müde wäre zu erwähnen, dass ich mich beim Hotel, nachdem wir jeden Tag, na, jeden zweiten Tag in einem anderen Hotel waren, verlaufen habe. Ja, es Also war auch echt. verlaufen im Sinne von, ich bin einmal aus dem Fahrstuhl ausgestiegen und rechts rumgerannt, um links rumgegangen, ob ich rechts rumgehen soll. Es war auch echt eine Glanzleistung, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, weil wir steigen in den Fahrstuhl, fahren in die Lobby runter, klären kurz was ab, fahren wieder hoch, er steigt aus dem Fahrstuhl aus und geht in die falsche Richtung auf dem Flur. Also das muss man erstmal schaffen. Also irgendwie leckt es gerade ziemlich krass. Ja, das Ja. Spielen auch, ne? Ich sehe das auch. Wir sind auch ungefähr am Ende der Aufnahme. Ah, jetzt geht's wieder. Die Drohung hat gereicht. Obwohl, nee. Ich habe hier übrigens mal, du hattest hier noch vier Lichtbogenöfen, die Stahl produziert haben, aber kein Output hatten. Also keine Greifer am Output hatten. Die habe ich mal ans System angeschlossen. Ich hoffe, das war in Ordnung. Ist okay, du Was kommt brauchst mir auch hier? nicht zu danken. Was kommt hier für Stahlträger an? Wo? Oben gerade, ey, Respekt. Ja, das sind die vier Öfen, die ich gerade angeschlossen habe. Okay, ja, okay. Die haben gerade mal eine ganze Menge auf einmal losgeschickt, Ja, ja. das merke ich. Ja. Ich glaube, wir können bald mit einem Angriff bei der Kupfer, also bei dem Außenposten Kupferproduktion 1 rechnen, denn da unten ist gerade ein Alienstamm am roten Bereich. Das Okay, glaube ich ich. auch. Ich kümmere Bald mich mal aufmachen. darum. Smikos, Auftrag erkannt. Jo. Gut. Ich werde den Panzer bemannen. Dann fang schon mal an, neuen zu bauen. Bald. Die haben ein sehr geringes Mindesthaltbarkeitsdatum bei dir. Du kleisterst jetzt auch überall, wo noch Platz ist, Solarfelder rein, ne? Ja, weil es Ja, also ist ja. ja quasi keine Arbeit gerade. Richtig. Smikus, bist du schon da unten? Ja. Ach, bist du mit dem Zug runtergefahren, wa? Nein, ich bin ein sehr guter Pilger. Du bist mit dem Zug gefahren. Ich bin nicht. Oh. So. Okay. Da sind vier Stück, das reicht erstmal. Die müssen weiter nach vorne gezogen werden noch. Das reicht. Ach so, ich dachte, wir greifen die Basis an. Ach ja, dann müssen sie. Ja, eben deshalb. Ich dachte vor der Verteidigung auf. Ach so, nee, Ja, ich dann dachte müssen die halt. weiter nach vorne gezogen. Ich schwöre Richtig, dir. sag ich doch. Was meinst du, warum ich den Panzer bemannt habe? Ich habe keine Ahnung. Du wolltest nicht kämpfen. Doch jetzt, also die machen wir jetzt hier noch eben platt. Kleine Basis hier. Sei Ach du vorsichtig, Gott. nicht, dass sie dich triggern. Reichen ja zwei Stück. Naja. Kannst du schon das Hauptgebäude kaputt schießen? Nee, ist noch zu weit weg so, aber gleich.
Fuck. Ich glaube, die kamen noch nicht an die Schüsse, aber ich habe ein paar hinter mir von den Viechern. So, da ist das Gebäude. So, das Gebäude ist down, die kamen wohl doch an die Schüsse. Irgendwas verfolgt mich noch. Wir sollten gleich weitergehen, weil unten links, siehst du das da? Weiter ja, unten? Hier ein Stück nach links rüber, ne? Genau. Und auch nach unten. Und auch nach unten, ja. Wo werden wir angegriffen? Hat irgendjemand einen Panzer, den er nicht braucht? Negativ. Ich brauche ihn gerade. Ich weiß nicht, wo wir angegriffen werden. Ne, da war eben kurz eine rote Meldung, aber die ist wieder weg. Ja, ich habe auch Ton gehört. Eben. Na gut, aber dann werden wir aktuell nicht mehr angegriffen, wenn die weg ist, die Meldung. Autosave. Gut, ich habe den diesmal übrigens auf 10 Minuten Timer gestellt, nachdem ihr ja letztes Mal gemeckert habt. Smikus, lauf mir bitte nicht vor dem Panzer rum. 3 Stück stehen hier und die haben mich getriggert, das ist nicht so gut, aber reicht. Was läufst du auch vor dem Panzer rum? Achso, mit 3 Stück meinst du Geschütztürme, ich dachte du meinst Alien-Behausung. Ne. So, ich baue die hintere mit ab und ziehe die nach vorne. Viel ist hier nicht. Okay. Da müssen wir auch noch ganz unten. Ah, das eine Gebäude steht da noch. Das ist ja auch gleich Geschichte dann. Das ist jetzt Geschichte. Ja. Sammelst du das ein? Sehr gut. Ja, kann ich machen. Ja, dann können wir da wieder. Wo? Ein Objekt beschädigt. 6 Türme in einen Kampf verwickelt. 4, 2. Wo? Ist vielleicht ein bisschen zu spät. Ah, das ist das hier bei uns. Das ist nur genau, zu spät, ja. Einfach nur zu spät. So werde ich das jetzt. Oh, und ich habe Panik. Du sitzt im Panzer und kriegst Angst, ja. Ja, dass irgendwo anders wieder was angegriffen wird, kriege ich Angst. Also als guter Panzerkommandant mache ich mir halt auch Sorgen um die Leute, die nicht im Panzer sitzen. Wenn der Panzerkommandant besser kommandieren würde, bräuchte er keine Angst um die anderen Leute haben. Oh. Du bist so unfähig. Es könnte sein, dass da ein bisschen Absicht im Spiel war. Nee, glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, es ist reine Unfähigkeit. Nein, es könnte sein, dass ich zum Ende hin, als ich gesehen habe, dass ich auf die Türme zufahre, nochmal extra reingelenkt habe, statt wegzuziehen. Nein, das sah nicht so aus. Das sah aus wie absolute Unfähigkeit. Ach, Quatsch. Sollen wir noch unten links den hier? Der sieht auch sehr nah aus. Unten links, ja, können wir auch noch machen, wenn wir schon dabei sind, ne? Und das reicht dann auch. Das reicht dann auch erstmal wieder. Ich habe nur eben den Panzer repariert. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition habe ich noch. Ja, noch 70 Schuss. Das sollte ja wohl noch reichen für die Basis. Stehen die Lasertüren? Ja, okay. Sind gerade in Begriff aufgebaut zu werden. Ruckelt gerade sehr stark. Oh ja. Ich sehe, oh ja. Wir müssen mal Lasertürme erforschen. Ja, die Greifarm-Stapelgröße 3 ist ja inzwischen auch fast fertig. Ja, wie viele Stunden hat die jetzt gedauert? Weiß ich nicht, aber die wurde jetzt ja auch ordentlich unterbrochen, ne? Habe ich es schon erwischt, das Gebäude? Habe ich. Ja, aber da kommen noch welche an. Ja, da kommen jetzt noch welche von weiter hinten an. Moment. Ah, die machen gut Schaden, ne? Ja, die machen inzwischen ganz gut Schaden, diese Würmer, die da, wenn die schießen. Der Trick bei denen ist, die dürfen nicht zum Schießen kommen. Ja, das ist wenn ihr mit dem Panzer da angreift und die schießenden Würmer habt, die bleiben genau in der Entfernung stehen, wenn ihr mit Vollgas einmal im Kreis fahrt, überfahrt ihr die dann. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal probiert. Dann fahre ich aber gerne mal gegen Gebäude oder so. Ja, dann lockst du einfach vorne. Oh, also, der Tommy und ich haben das gerne so gemacht, zu zweit anzugreifen. Und der erste lockt halt alles, was sich bewegen kann, weg und kümmert sich darum. Und der zweite pratzt alles, was geht, auf die Gebäude und Türme. Wir machen das jetzt halt immer mit
einer Mischung aus Panzer und Lasertürmen. Also ich zirkel immer um die Lasertürme rum, baite die Viecher und Smigo setzt die nach vorne weiter und ich schieße dabei dann halt nur auf die Gebäude. So zumindest die Theorie. So manchmal klappt es auch. Ist alles platt? Alles platt. Noch eben okay, das Zeug hier einsammeln. Zurück, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, haben wir auf der ersten Basis die Alien-Artefakte eingesammelt? Glaube schon. Okay. Ich fahre da nochmal eben vorbei und guck. Aber das war ja nochmal ein erfolgreicher Angriff jetzt hier. Zum Abschluss, ja, genau. Zum Abschluss, genau. 8 Minütchen, das hätten wir noch. Soll ich dich mal reparieren? Oder? Nee, ach, das ist... Ja. Ich hab's extra jetzt... Parkplatz automatisch gemacht? Genau, ich hab's extra nicht gemacht, damit gleich wieder so ein cooler Roboter ankommt, der mir das... Das würde ich gern sehen, warte mal. Ja, ist okay, ich fahr da nicht in die Reichweite rein. Aber ich hab beim ersten Mal auch echt so gedacht, what the... ist das denn jetzt hier? Cooles. So... Schlägt das den Panzer eigentlich? Ja, aber nur ganz leicht. Also alle paar Bäume nimmt er mal einen Schaden. Ja. So. Ich guck gerade, aber irgendwie immer noch 430 Haltbarkeit. So, dann komm mal her. Jetzt 429, also ist echt langsam. Vorsicht! So. Nee, ich weiß ja, wo der Zug lang fährt. So, und pass auf. Na gut, jetzt machen die natürlich erstmal unsere Inventare voll auch. Das brauche ich alles gar nicht, zwangsläufig. Gibt es eigentlich noch mehr Logistik-Slots, dass man noch mehr Sachen gleichzeitig anfordern kann? Ja, bestimmt erforschen. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber irgendwie kommt hier gerade kein Reparaturroboter an. Irgendwie hat auch der Thomas sehr lange nichts mehr gesagt, das ist verdächtig. Ja, der Thomas, der hat wieder hier gelabert und gelabert. Und mich push to talk gedrückt. Ich werde es nie lernen. Oh, LOL! Was machst du da? Der Panzer wird vom Förderband mitgenommen! Das wusste ich auch noch nicht, dass das passiert. Habe ich da gerade eine Mischung aus Freude und Schrecken gehört? Ja. Hast du. So, wann kommen denn die fleißigen Bienchen? Ich weiß auch nicht, irgendwie kommt hier kein Reparatur-Roboter. Ich habe wahrscheinlich keine Reparaturkits im Dings. Ich guck mal, ob ich welche bauen kann. Ja, mache ich mal. Warte, ich kann die auch einfach ins System legen. Ich habe noch genug in der Tasche. Oh nee, den fasse ich nicht selber an. Was denn? Ich wusste das einfach nicht, dass das daran liegen könnte. Jetzt hast du welche abgelegt, jetzt holen sie die ab und kommen dann gleich wieder damit an. Nee, jetzt packen sie die ins System, siehst du, und der letzte hat ihn sich gegriffen und ist damit zum Reparieren geflogen. Okay, aber jetzt. Anscheinend hat das nicht gereicht und jetzt müsste wahrscheinlich gleich der nächste kommen mit einem anderen. Hoffentlich. Okay. Irgendwie klappt das nicht so toll. Da. Und bzzzt. Ja, sieht lustig aus, ne? Ja. Und vor allen Dingen, wenn das erste Mal passiert und du gar nicht weißt, jetzt so, hä, was ist das denn auf einmal? Das ist auch sehr lustig. Ha, schön. Tja, dann ist der Panzer wieder heil. Die Eisenproduktion wurde, um es mit Smikos Worten zu sagen, massiv erweitert. Massivst. Massivst sogar. Gibt es noch eine Steigungsform von massiv? Aha. Ich weiß, wir werden es bald wissen. Ich weiß auch, wir werden es bald wissen. also die Eisenproduktion zum einen auf dieser Seite und auch auf der anderen Seite der Basis wurde erweitert. Und hier hat sie so viel getan. Man erkennt hier wirklich nicht mehr viel wieder von dem, wie es zu Beginn mal aussah. Was ich jetzt aber persönlich auch nicht schlimm finde, im Gegenteil. Man sieht, dass es vorangeht. Und zwar ordentlich. Und wenn man sehen möchte, wie es zu Beginn mal aussah, kann man immer noch in die alten Aufnahmen gucken oder einfach mal mit dem Thumbnail vergleichen. Das habe ich nämlich damals hier bei der Produktion der roten Forschungspakete geschossen. Hier oben auf der Ecke ungefähr, wo ich jetzt mit dem Mauscursor zeige. Da habe ich das Thumbnail geschossen hier und das bleibt auch unverändert, damit wir wenigstens eine Konstante haben.
So, und jetzt wolltest du gerade noch irgendwas sagen. Ja. Ach so, du. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur kurz fragen, ob der Thomas mal vorbeikommen könnte, weil ich eine Frage an ihn habe. Naja, Moment. Smikos, wolltest du auch noch was sagen? Wir sind nicht gestorben, ist das richtig, Christoph? Ja, das ist korrekt. Fällt mir so auf, also... Ich glaube, letztes Mal war ich mehr tot als lebendig, aber... Ja, vielleicht liegt das daran, dass wir uns diesmal mit kleineren Basen angelegt haben als letztes Mal. Oder praktisch auch nicht gekämpft haben, ne? Ja, oder das. Das ist so ein Politiker-Motto. Wer nichts macht, kann nichts falsch machen. Aber man kann auch, wenn man nicht kämpft, sterben. Ich erinnere mich da an so eine Geschichte, ja, wo ich mal auf den Bahngleisen stand. Ja, ich habe den Sprecher noch im Ohr. Personenschaden auf den Gleisen, ja. Ja. Der Betriebsablauf verzögert sich, Personen im Gleis. Und dann hieß es... Ja, da ist noch jemand häufiger mal Bahn gefahren und kennt die Sprüche. Gut, wir bedanken uns an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, gern Daumen nach oben da lassen. Auch für unsere beiden, ja, Gäste kann man ja schon nicht mehr sagen. Auch für unsere beide erweiterte Stammbesetzung bei Factorio. Ja, sagen wir es so hier wie eine bekannte Zeitschrift, die irgendwas mit einem Fenster zu tun hat, zu einigen Nationalspielern sagt, mit unserem Maskottchen. Ja, was? Jetzt musst du das auch noch sagen, was? Weil du hast ja anscheinend drei Leute, die nicht so wirklich viel Ahnung vom Fußball haben bei dir. Gewisse altgediente Nationalspieler, die früher sehr gut waren, heute leider so ein bisschen, ja, dem Alter verschuldet, nicht mehr so aktiv sind, werden trotzdem noch immer mit zu großen Turnieren genommen und man nennt sie liebevoll Maskottchen. Aha. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer es ist. Du möchtest also sagen, dass Tommy und Nick beides unsere Maskottchen sind? Ja, zum Beispiel, genau. Okay. Mit diesem Nico. Stell noch deine Frage, oder? Nein. Eigentlich wollte ich dich nur damit erfreuen, dass wir blaue Chips haben. Yeah! Wow! Das sind wunderschöne Schlussworte. Können wir die anfangen? Der Thomas hat gerade alle eingepackt, der Schlawiner. Wie viele hat er denn alle? Wenn es jetzt zwei sind, zwei. Zwei. Ah, okay. Zwei. Oh. Es waren 40, du Arschtörtchen. Ich hätte gerne so ein Exoskelett, hätte ich gerne. Ja, ich versuche es jetzt zum dritten Mal, das dann aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, warum ich immer alles Gute sage. Egal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünscht, Christoph. Ciao, ciao. Tschüss.